Leute, was geht? Kommen wir wieder zu einer wichtigen Message. Und das muss ich mit euch teilen, denn ich liebe einfach diesen Spruch. Liebe sagt man nicht, Liebe zeigt man. Lasst euch das mal kurz auf der Zunge zergehen, kurze Schweigesekunde dafür. Liebe sagt man nicht, Liebe zeigt man. Was ist damit gemeint? Es zählt nicht, wie oft dir ein Mensch sagt, dass er dich liebt, wenn er dir klare Indikatoren zeigt, so ey, dass er dich nicht wirklich liebt, in Form von Respektlosigkeit oder in der Art, wie dieser Mensch mit dir redet, kommuniziert generell. Und hier ist es egal, welche Form der Liebe, Nächstenliebe, Liebe zum Bruder, zur Schwester, zur Mutter, zum Vater oder zum Kind oder Liebe zu deinem Partner, zu deiner Partnerin oder zu deinem Freund, deinem Nächsten, ja, zu deinem Freund oder sowas, deiner Freundin, ist ganz egal. Du musst klare Grenzen setzen, wenn du merkst, dass sie dich nicht richtig lieben. Hör auf, so zu zeigen und zu sagen, wie sie dich lieben sollen. Zeig ihnen und sag ihnen nicht mehr, wie sie dich lieben sollen. Das ist nicht deine Aufgabe. Wer dir keine echte Liebe zeigt, nicht nur sagt oder sonst was, das ist ein Teil, dir zu sagen, dass man dich lieb hat oder dass man dich liebt, das ist eine Sache. Aber es dir wirklich zu zeigen, das ist die wahre Sache. Nicht nur, dass die andere Sache, das ist die Wahrheit. Die Wahrheit erkennen wir in der Art, wie die Menschen mit uns umgehen. Das ist die Wahrheit. Wie die Menschen sein wollen, wie sie dich lieben wollen, das sagen sie nur. Aber wie sie dich tatsächlich lieben, das zeigen sie dir. Deswegen achte immer darauf. Wie geht der Mensch mit mir um? Wie behandelt mich dieser Mensch? Wie redet dieser Mensch zu mir und mit mir? Kommuniziert dieser Mensch offen mit mir? Oder verheimlicht dieser Mensch mir ständig was? Weil das ist keine Liebe. Liebe ist offen sein. Liebe ist Vertrauen. Liebe ist Respekt. Liebe ist, das musst du nicht hinterfragen. Das ist auch einer meiner Lieblingssprüche, weil Liebe muss man nicht hinterfragen. Sobald du es hinterfragst, liebt mich eigentlich meine Partnerin, liebt mich eigentlich mein Partner, liebt mich eigentlich mein Papa, liebt mich meine Mama, liebt mich mein Bruder. So, sobald du es hinterfragen musst, ist irgendwas falsch. Da ist irgendwas im Busch. Da ist irgendwas falsch. Sobald du es hinterfragen musst, dann kann es keine echte Liebe sein. Denn echte Liebe musst du nicht hinterfragen. Die spürst du, das siehst du, das merkst du, das begreifst du einfach. Aber so falsche Liebe, Fake Love, das musst du ständig hinterfragen. Das hinterfragst du auch ständig. Liebt mich eigentlich diese Person tatsächlich? Wie sieht das aus? Und du bist ständig am Hinterfragen, weil es keine echte Liebe ist. Wie gesagt, Liebe sagt man nicht, Liebe zeigt man. Ich zeig dir, dass ich dich lieb habe. Auch wenn ich mal ehrlich, weil echte Liebe ist, wirklich, wie soll ich das Wort sagen, was ich nicht sagen darf, in anderen Worten, einfach mal komplett ehrlich, ich sage immer so, einfach mal komplett ehrlich zu sein. Auch wenn ich dich damit verletzen könnte oder sogar verlieren könnte, das ist wahre Liebe. Aber egoistisch sein ist, dir nicht das zu sagen, was du hören musst, nur damit ich dich nicht verliere. Und dann belüge ich dich lieber, als dass ich dir die Wahrheit sage, weil ich Angst habe, dich zu verlieren. Das ist Egoismus. Das ist keine Liebe, wenn die Leute das sagen, was du hören willst, nur damit sie dich nicht verlieren. Das ist keine Liebe, das ist Egoismus. Und das muss man klar unterscheiden können. Wahre Liebe ist ehrlich. Wenn du deinen Nächsten wirklich liebst, dann sagst du ihm die Wahrheit. Oder ihr. Aber wenn du egoistisch bist, dann erzählst du nur Lügen, damit man dich mag. Es geht alles nur um dich und nicht um diese Person. Das ist der Unterschied. Ein Mensch, der dich wirklich liebt, hat kein Problem damit, dir die Wahrheit zu sagen, auch wenn er dich dadurch verlieren kann. Und ja, das kann schmerzhaft sein, aber lieber
verliere ich dich, als dass ich dich anlüge und behalte dich in der Lüge. Das ist noch viel schmerzhafter als dieser kurze Stich ins Herz, wo ich dich verloren habe. Weil dann weiß ich, ey, okay, vielleicht du verträgst die Wahrheit nicht oder wir sind nicht füreinander bestimmt oder. Das ist ganz egal jetzt, ja. Ich meine jetzt nur ein Beispiel, aber es ist einfach so. Wahre Liebe ist ehrlich, aufrichtig, offen, keine Geheimnisse, keine Vertuschung. No sugarcoating ish, nee, gar nichts. No cookie cut, nee, gar nichts. Einfach die Wahrheit sagen. Auch wenn ich dich damit verletze. Weil das missverstehen so viele. Die wollen die Wahrheit nicht hören, die wollen belogen werden. Gerade leider, ich muss es sagen, viele Frauen, moderne Frauen heutzutage, wenn du denen die Wahrheit sagst, wie kannst du das denn sagen, ich verlasse dich. So, und die sind emotional instabil. Natürlich auch viele Männer, ja, ich weiß. Aber leider sind es öfters halt die Frauen, die lieber in der Lüge leben wollen, als in der Wahrheit. Leider Gottes. Wir sehen es, Social Media und sonst was, ja. Und die spielen hier, wie als wären die eine Kylie Jenner, wie als wären die eine Kim Kardashian, aber leben, was weiß ich, wie 0815, ja. Leben 0815 leben, aber machen wir, als würden die hier Celebrity Lifestyle haben. Ist alles fake. Und diese Frauen wollen halt belogen werden. Die fressen lieber die Lüge als die Wahrheit. Die vertragen die Wahrheit nicht. Wenn du denen die Wahrheit sagst, verlassen sie dich oder suchen sich jemand, der sie schön belügt. Und so. Leider. Jeder ist seines Eigenglückes selbst Schmied. Und viele geraten genau deswegen ins Unglück. Nur weil sie schön belogen werden wollen. Das liegt alles an dir. Willst du weiterhin belogen werden? Oder willst du lieber die Wahrheit hören? Es liegt alles an dir. Weil das ist das Problem von vielen. Wie gesagt, nicht nur Frauen, aber es sind leider Gottes überwiegend die Frauen, die lieber schön in der komfortablen Lüge leben wollen und die komfortablen Lügen hören wollen, als die unkomfortable Wahrheit. Und das ist so traurig, aber es ist leider wahr. Viele junge Frauen, viele moderne Frauen, du sagst denen die Wahrheit und die gucken dich so an, wer denkst du? Und reden dann nicht mehr mit dir, sind dann irgendwie beleidigt. Also obwohl du es aus reiner Liebe getan hast, weil du gesehen hast jetzt beispielsweise, oh, sie ist irgendwie am Struggeln, komm, lass mich ihr die Wahrheit sagen. Auch wenn ich sie dadurch verlieren kann, ey, das ist wahre Liebe, weil so viele missverstehen das. Wenn jemand kommt und sagt dir die Wahrheit, und verletzt dich vielleicht sogar damit, dann liebt er dich tatsächlich. Und ich weiß, das hört sich vielleicht krass an für den einen oder anderen, aber darauf solltet ihr achten, auf einen Partner. Weil so viele fragen, ja, soll, wie merke ich denn einen guten Mann? Wie merke ich denn, dass er ein guter Mann ist, wenn er dir die Wahrheit und nichts als die Wahrheit sagt? Das ist ein sehr starker Indikator für einen guten Mann, einen stabilen Mann. Der keine Angst hat, dich zu verlieren. Denn er liebt dich so sehr, dass er sagt, ey, ich bin bereit, dich zu verlieren. Weil ich wünsche dir nur das Beste. Ich will, dass du die beste Version deiner selbst wirst. Und das kannst du nur, wenn du die Wahrheit hörst. Aber die komfortable Lüge wird dich nicht zur Wahrheit bringen, wird dich nicht zur besten Version deiner selbst machen. Selbst in der Bibel steht es auch schon, die Wahrheit wird euch befreien. Aber die meisten wollen nicht befreit werden, wollen lieber gefangen bleiben in der Lüge, weil es komfortabler ist, weil es schöner ist. Eine Zeit lang. Bis irgendwann die Lüge dich innerlich zerfrisst und du kannst nicht mehr. Das ist leider viel zu oft. Aber das ist das Leben von vielen Menschen. Natürlich auch viele Männer, die, habe ich ja auch schon gesagt, die auf Social Media irgendwas vorgeben, was sie nicht sind. Nur andere Leute zu beeindrucken. Aber dann gehst du mal zu dem Bruder hin und sagst, ey Bro, du bist komplett fake. Was willst du hier beweisen? Wem willst du was beweisen? Du weißt doch selbst, dass du nicht so einen Lifestyle lebst. Hey Bro, wie kannst du sowas sagen? Was bist du für ein Freund? Gönn doch mal.
Aber es geht nicht ums Gönnen, es geht einfach ums Real sein. Du immer mit deinem Real, du immer mit deinem Real, gönn doch einem Bruder mal was. Wir gönnen, aber wir ertragen einfach nicht diese Lüge. Ich ertrage Lügen nicht. Dagegen bin ich allergisch. Gegen Lügerei. Deswegen zeig und sag ihnen nicht mehr, wie sie dich leben sollen. Denn sie begreifen es so oder so nicht. Da kannst du es noch so gut denen erklären, die werden es nicht verstehen. Egal wie gut du es erklärst, egal wie oft du es erklärst, egal wie viel du erklärst, egal wie einfach oder wie schwer du es erklärst, sie werden es nicht begreifen. Deswegen setz klare Grenzen. Lass diese Person dann nicht mehr so nah an dich ran, denn sie werden dich immer wieder enttäuschen und verletzen und misshandeln, falsch behandeln, weil sie nicht wissen, wie sie dich richtig lieben sollen. Wie gesagt, es geht nicht mal um die Liebe, Liebe selbst, so eine Beziehung, eine Beziehungsliebe. Es geht einfach um die Menschenliebe. Das jetzt nicht falsch verstehen. Habe ich ja schon hoffentlich ganz am Anfang klipp und klar gemacht. Es geht um die reine menschliche, zwischenmenschliche Liebe. Die Liebe zum Menschen. Die geht immer mehr verloren. Selbst in der Offenbarung steht schon, in den letzten Tagen wird das Herz verkalten von den meisten Menschen und die Liebe wird verschwinden und alles, ja. Vielleicht steht es jetzt nicht ganz genau so, aber ihr wisst, es steht so in der Art, steht es drin. Ich weiß jetzt nicht 1:1 die Versen aus dem Kopf, entschuldigt mich, aber es steht so drin, so in der Art. Dass in den letzten Tagen die Herzen verkalten werden. Sprich, Empathie geht weg, Sympathie geht weg, die Liebe geht weg. Zwischenmenschliche Beziehungen werden immer kälter, immer miserabler. Wir sehen es. Deswegen, so, wenn sie es nicht von selbst kapieren, dann lass sie gehen. Mach es nicht zu deiner Aufgabe, den Leuten alles zu erklären, wie man dich zu behandeln hat, wie man dich zu lieben hat. Das ist nicht deine Aufgabe. Wenn sie es nicht kapieren, dann lass sie gehen. Die müssen es von selbst kapieren. Denn ich merke ja, wenn ich mit einer Dame jetzt beispielsweise Zeit verbringe und sie mag dies nicht, dann lasse ich es. Das ist Liebe. Zu merken, oh, diese Person findet das und das nicht gut. Okay, dann lasse ich das. Beispielsweise, man redet über vorherige Partnerin oder Partner. Und du merkst, oh, mein Partner steht da nicht so drauf. Lass es doch. Aber es gibt viele Frauen leider, die lieben nichts mehr, als dich eifersüchtig zu machen oder sonst was oder mit dir Mindgames zu machen und reden dann über vorherige Partner. Ja, aber mein Ex so. Und mein, das will ich nicht hören. Ist mir doch egal, dein Ex. Wir sind im Hier und Jetzt. Wir. Nicht dein Ex. Aber leider tun das viele Menschen. Reden lieber über vorherige Beziehungen, als in der jetzigen mal zu sein. Im Moment mal zu sein. Aber die wenigsten sind im Moment. Und diese Menschen können dann einfach nicht richtig lieben. Vergib ihnen, denn sie wissen es nicht besser. Ja. Das Video ist jetzt nicht, wir sind so hasserfüllt. Und nee, ich sag euch aber nur die Wahrheit. Damit ihr vielleicht auch endlich mal abschließen könnt. Vielleicht ist das für euch so eine Hilfe zum Abschließen. Um den Abschluss zu finden, um einen Schlussstrich zu ziehen. Deswegen, du musst einen Schlussstrich ziehen. Du musst einfach kapieren, dass sie es nicht kapieren. Das musst du kapieren. Die kapieren es einfach nicht. Die checken es einfach nicht. Und es ist okay. Ich sage nicht, dass es richtig ist, aber ich sage, es ist okay. Manche Leute wissen einfach nicht, wie sie dich zu behandeln haben. Wie sie dich zu respektieren haben. Wie sie mit dir zu reden haben. Die wissen es einfach nicht. Vielleicht falsche Erziehung, haben es nicht beigebracht bekommen. Oder sind einfach zu ignorant. Oder zu unwissend oder zu blind, egal was es ist, aber sie kapieren es nicht. Deswegen, es ist einfach die Wahrheit, Leute. Wer dich nicht richtig liebt, hat deine Liebe nicht verdient. Macht euch diese Punkte immer klar. Wer dir nicht aufrichtige Liebe zeigt, wer nicht ehrlich ist, wer Dinge verheimlicht, wer immer über andere spricht und dich damit verletzt oder generell dich verletzt
und sonst was und dich hintergeht oder verrät oder sonst irgendwas oder egoistisch ist und dir nur das sagt, was du hören willst, aber dich nicht das sagt, was du hören musst, was auch immer. Wer dich nicht richtig liebt, hat deine Liebe auch nicht verdient. Punkt. Und damit belasse ich es jetzt. Ich hoffe, das Video hat irgendjemandem geholfen. Ich hoffe, das Video hat irgendjemandem geholfen. Ich weiß jetzt nicht, wem das hilft, aber ich hoffe, dass es dir geholfen hat. Und wenn dir der Content gefällt, dann unterstütze doch gerne diesen Kanal, dass immer mehr Menschen auch solche Messages bekommen. Liegt alles an euch. Schreibt Kommentare, liked, teilt, tut all diesen YouTube-Stuff. Damit helft ihr nicht nur mir, ihr helft auch anderen Menschen, die diese Messages brauchen. In diesem Sinne, vielen, vielen Dank für all die neuen Subscriber, für all die neuen Abonnenten auf jeden Fall. Vielen, vielen Dank und für die neuen Channel-Member. Ich sehe, es sind ein paar neue Channel-Member dazugekommen. Wer Bock darauf hat, liegt alles an euch. Ich verkaufe euch hier gar nichts oder sowas. Und auch so Coachings oder sowas. Wer Bock darauf hat, Link in der Beschreibung, ja, wie ihr mich erreichen könnt dafür. Bester Weg natürlich Instagram. Alles in der Videobeschreibung verlinkt. Aber vielen, vielen Dank auf jeden Fall für all die Leute, die mich unterstützen, die sich jeden Tag diesen Content hier reinziehen auf jeden Fall. Ich hoffe, dass ich auf eurem Weg so eine kleine Hilfe bin auf jeden Fall. Weil ich sage euch nicht mal Dinge, die ihr nicht wisst. Ich gebe euch so Daily Reminder. So, ich erinnere euch wieder an gewisse Dinge, die ihr vielleicht so auf der Strecke mal vergessen habt oder sowas. Oder überhört habt oder nicht mehr so einen Blick habt. Ich liebe es einfach, euch wieder zu erinnern. Und wenn das wieder eine Erinnerung war, lasst es mich wissen in den Kommentaren. Und in diesem Sinne, möge der Herr euch segnen. Bleibt gesund, Leute. Peace. Stay blessed.